ging noch irgendwie in der Overtime durch und dann mit so einem Gurkentor verliert. Ja, ja, schade. Ich glaube, beide Mannschaften wirklich hohes Tempo gespielt. Wir haben natürlich auch gewusst, dass Duisburg natürlich die Punkte irgendwie noch ein bisschen braucht. Die wollen mit Selbstvertrauen eben in die Pre-Playoffs starten. Wir wollten natürlich das letzte Heimspiel noch gewinnen, aber ganz ehrlich, ich kann nur den Hut ziehen vor der Mannschaft, dass sie das ganze Jahr geleistet haben. Dass wir dann heute nach Verlängerung verlieren, ist natürlich schade, aber nichtsdestotrotz, ich bin stolz drauf, auf die Jungs, dass die seit August hier durchgezogen haben. Also absoluter Respekt. Da sind die Jungs gerade nochmal. Alle fragen sich natürlich, wie geht's weiter? Ja, frage ich mich auch. Ich kann nur das weitergeben, was man mir sagt. Jeder ist positiv, ich bleib positiv. Und dann hoffen wir, dass ab dem 2.4., dass wir eine Regelung finden, damit wir uns nächstes Jahr hier wieder sehen. Wie sieht denn deine Zukunft aus? Also du übernimmst ja viele Positionen, aber hast eigentlich gar keinen richtigen Titel. Ja. Oh, hier ein. Nein, aber als erstes will ich wieder aufs Eis zum Spielen. Das ist Nummer eins. Dass es dieses Jahr nicht geklappt hat, ist natürlich auch für mich anstrengend, vor allem für den Kopf. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen längere Zeit, mich nochmal darauf vorzubereiten. Vielleicht, dass es nächstes Jahr wieder geht. Es ist halt einfach eine schwere OP gewesen. Und das dauert halt einfach. Und ja, ich würde mich auch lieber auf dem Eis sehen, anstatt außerhalb. Aber siehst du dich denn in Hamburg weiterhin? Und bis jetzt habe ich noch einen Vertrag. Wie lange läuft der? Ich weiß es nicht. Noch ein Jahr. Okay. Als Spieler. Ja. Deswegen such dir einen Titel aus für mich. Ich hätte viele. Such dir einen aus. Nein, also ich weiß ja auch nicht vorstellbar, dass Eishockey in Hamburg den Bach runtergeht. Da wird ja. Ja, das wäre das Schlimmste, glaube ich. Also, ganz ehrlich, das habe ich, was ich da vor 2,5 Jahren durchgemacht habe, das war eine andere Situation, das kann man überhaupt nicht mit vergleichen. Aber das hat mir dieses Jahr auch wieder jeglichen Nerv und Schlaf geraubt. Und dann wieder, also noch, was heißt wieder, aber möchte ich nicht jetzt in die Sommerpause bald gehen, dass es nächstes Jahr kein Eishockey gibt. Das wäre absolute Absturz überhaupt. Nicht nur für das Eishockey, sondern für die ganze Stadt Hamburg, ganz Norddeutschland. Also, so will ich gar nicht drüber nachdenken, weil, ganz ehrlich, wenn es wegbrechen sollte, kann sich Hamburg diese Sportstadt wirklich schreien. Patrick Larau, letztes Spiel ist zu Ende, letztes Heimspiel der Crocodiles. Wie ist dein Fazit der Saison? Oh, das ist noch ein bisschen früh, ein Spiel haben wir ja noch. Für heute kann ich nur sagen, also sehr schade. Wir hätten gerne die 3 Punkte mitgenommen und uns nochmal mit dem Sieg von unseren Fans verabschiedet, auf jeden Fall. Hat jetzt nicht sollen sein. Die Art und Weise jetzt zum Ende hin mit der Strafzeit noch in der Overtime, ob man die geben muss, weiß ich jetzt nicht so genau. Deswegen einfach ärgerlich. Habt ihr heute wieder mit kleinen Kater alles gegeben und ich denke, die Zuschauer gehen zufrieden nach Hause. Ja, okay. Aber letztendlich wollen wir da trotzdem gewinnen, egal ob wir 11 Leute sind oder wie heute 14. Man hat natürlich schon gemerkt, so gerade gegen Ende haben wir uns dann doch sehr hinten reingestellt und konnten nicht mehr so viele Akzente nach vorne setzen und wollten es über die Zeit bringen. Das ist natürlich dann irgendwann wird's schwierig. Aber wir sind ja mittlerweile daran gewohnt, dass wir mit kleinem Kader auflaufen und damit haben wir uns eigentlich ganz gut arrangiert bis jetzt. Wenn man da anschließend fragt, wir haben am Montag Christoph Schubert bei uns im Studio. Wie wichtig ist er auch für die Mannschaft, wenn er nicht auf dem Eis steht? Ja, das merkt man ja. Er ist mit Leib und Seele dabei, wenn er an der Bande steht, jeden Tag beim Training mit dabei. Er brennt für den Sport hier in Hamburg und gerade für die Krokus ist, dass es hier wieder weitergeht. Und das ist schon eine sehr wichtige Person, auch wenn es uns auf dem Eis sehr fehlt momentan.